Das Geheimnis des verzauberten Waldes. Jenny traf auf einen weisen Hirsch, der ihr von der Geschichte des Waldes erzählte und wie der Fluch entstand. Er gab ihr einen Talisman, der sie vor dem Fluch schützen sollte. Jenny entdeckte ein kleines, verborgenes Dorf, in dem die Zeit stillzustehen schien. Die Dorfbewohner hatten ihre Träume verloren und lebten in ständiger Wiederholung ihres Alltags. Jenny half ihnen, ihre Träume wiederzufinden, indem sie ihnen Geschichten aus ihrem eigenen Leben erzählte. Dadurch brachte sie Hoffnung und Freude zurück ins Dorf. Am Ende ihres Weges, nachdem Jenny das Dorf der vergessenen Träume mit neuer Hoffnung erfüllt hatte, fand sie einen alten Brunnen, umgeben von leuchtenden Blumen. Die Atmosphäre um den Brunnen war magisch, fast als ob die Luft selbst flüsterte. Eine sanfte, melodische Stimme erklang aus dem Brunnen und sprach zu Jenny. Junge Reisende, du hast mit deinem reinen Herzen und deinem Mut den Bewohnern dieses Waldes geholfen. Du hast ihnen ihre Träume zurückgegeben und Hoffnung in ihre Herzen gesät. Als Belohnung für deine selbstlosen Taten gewähre ich dir einen Wunsch. Wähle weise. Jenny, erschöpft von ihren Abenteuern, aber erfüllt von der Liebe zu ihrer Familie, spürte eine Welle der Erleichterung und Dankbarkeit. Sie schloss ihre Augen und dachte an die liebevollen Gesichter ihrer Familie. Mit einem tiefen Seufzer der Sehnsucht wünschte sie sich nichts sehnlicher, als dass sie alle wieder vereint wären. Kaum hatte sie ihren Wunsch ausgesprochen, begann der Brunnen in einem warmen, goldenen Licht zu leuchten. Ein sanfter Wind erhob sich, trug ihren Wunsch in die Weiten des Waldes und führte ihre Familie auf geheimnisvollen Pfaden zu ihr. In einem magischen Moment der Wiedervereinigung fanden Vater, Mutter und Michael ihren Weg zum Brunnen, wo Jenny auf sie wartete. Der Fluch des Waldes war gebrochen, und die Familie umarmte sich glücklich und erleichtert, vereint durch die Kraft der Liebe und des Wunsches, den Jenny aus tiefstem Herzen geäußert hatte. In einem verzauberten Wald ganz weit entfernt verirrte sich eine Familie, die im Dunkeln lernt. Vater Michael und Mutter sind verloren im Dickicht. Jenny ist weggelaufen, die Stimmung ist nicht richtig. Doch der Wunschbrunnen ruft uns, vereint uns im Glück. Gemeinsam erleben wir Abenteuer Stück für Stück. Im Zauber des Wunschbrunnens finden wir den Weg. Die Liebe unserer Familie gibt uns den nötigen Schritt ins ewige Leben.